Hallo. Heute ist es wieder besonders friedlich im Mühlental. Das liegt natürlich daran, dass hier jeder auf den anderen ganz besonders achtet. Philipp prüft, ob niemand in der Nähe ist, bevor er die Säcke ausschüttet. Hey, Philipp, bist du denn verrückt? Na, warte. Der Schmied und sein Geselle wissen ganz genau, was sie zu tun und zu lassen haben. Elfriede, die Leitkuh, möchte natürlich nur, dass Bronka das Fußballspiel besser hören kann. Hast du dir bloß dabei gedacht, hey? Und gerade heute gibt's Fußball. Und Margot, der berühmte Fotograf, raucht extra vor seinem Atelier, weil er weiß, dass sein Esel den Rauch nicht verträgt und dann immer davon rennt. Stanny und seine Freunde achten ganz genau darauf, dass sie auch mitten ins Ziel treffen. Und wenn sie dann getroffen haben, in welcher Richtung sie am besten davonlaufen. Jungs, ein Brief! Da ist wenigstens einer, der genau da landet, wo er hin will. Ein Brief für Sie, Herr Dendek. Er kommt aus Australien. Das auch nicht. Guck mal. Ja. Ganz Australien würde darüber lachen. Du hast recht. Wann ist denn das hier aufgenommen worden? Das ist schon viel zu lange. Wie findest du das? Nein, nein. Oma hat ganz klar geschrieben, dass wir alle auf dem Foto drauf sein sollen. Und wir sollen so aussehen, wie wir jetzt gerade aussehen. Ja, eben. Was heißt ja eben? Genau so ein Foto haben wir nicht. Nein, Mama hat recht. Tja, dann soll Margot eben kommen. Nein, Philipp, du wirst uns fotografieren. Ja, warum nicht? Kein Problem. Oh ja, toll. Philipp, du klopfst lieber die Säcke aus. Ach, schade. Na gut, Meister, wie Sie wollen. Ich werde mich nicht aufdrängen. Was denn? Ist das dein Ernst? Na ja, hör mal, Leo. Ja, und hinten schreiben wir auf das Foto drauf. Das hat Philipp gemacht. Ja. Bitte, Papa, Papa, bitte. Philipp soll uns fotografieren. Philipp soll uns fotografieren. Geht das so? Nein, so sieht das nicht gut aus. Da muss ein Knoten rein. Ein Knoten, findest du? Ja, doch, natürlich. Wirklich? Die Haare machen. Na, sehe ich nicht hübsch aus? Aber guck mal, ich finde, das ist doch eine Schürze. Kannst du mir hinten eine Schleife machen? So, du, Anja, hilf mir mal. Das Tuch passt doch gar nicht. Guck mal, wie deine Haare aussehen. Und ihr, wie seht ihr denn aus? Wollt ihr zum Maskenball? Sehr gut, hübsch seht ihr aus, Mädchen. Und ich? Du auch. Ehrlich, Mama, in dem Aufzug? Ich verstehe nicht. Wo bleibt ihr denn? Du bist doch noch gar nicht fertig. Nicht fertig? Ich denke, wir sollen so wie... Willst du dich so für die Oma fotografieren lassen? Zieh dich um. Und ihr, worauf wartet ihr noch? Na los, los. Komm, nicht so langsam. Kannst du die Kamera überhaupt ruhig halten? Da, da vorne. Das ist genau die richtige Stelle. Ja, nicht so lange dauern. Philipp, du gehst da rüber. So... So machen wir's. Wie schnell soll ich hier hin? Na los, Papa, du bist hierher. Du, Anja. Dann komm schon, Papa. Wo soll ich mich denn hinstellen? Du stellst dich vor den Papa. Und Mama, Mama wird die Anja sehen. Jacek, das Korn sieht. Mehr nach rechts. Ihr müsst näher zusammenrücken. Jacek, das Korn sieht. Na los. So, Achtung. Na los, mach. Moment! Mädchen, die Lippen feucht machen. Und jetzt lächeln, Meister. Gut so, ja, sehr gut. Mama, chip, chip. Chip, 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 chip. Halt mal. So, Achtung! Und lächeln! Chip, chip! Nein, 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 nicht so ernst, Dani. Lächeln! Und schön hoch den Kopf. Ja, so ist gut. Schön! Nicht doch, nicht bewegen! Also wirklich, so hat das doch überhaupt keinen Sinn. Was, wieso? Wenn Oma das Foto sieht, denkt sie, du machst den ganzen Tag nichts anderes als Hühner füttern und das noch im Anzug. Das ist wahr, hier, halt mal. Nein, 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 lass sein. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Jetzt nach links, Philipp! Bitte, die Herrschaften, der Wagen steht zu Ihrer Verfügung. Wir wollen nicht runter, Mama. Jacek, Jacek, ihr kommt zu mir. Mama, du sitzt hinten. Naja, wenn du meinst. Nein, nein, bitte, Meister, so geht's nicht. Sie müssen nach vorn. Ja, so wird's schon. Halten, ne?
So, und jetzt Achtung. Und nicht bewegen, wenn ich bitten darf. Nein, ja, gut so. Gleich kommt das Vögelchen. Halt, nicht bewegen. Ja, was soll ich denn so? Nein, wir müssen uns was Besseres ausdenken. So seid ihr nicht alle drauf. Nein, geht mal ein bisschen näher ans Wasserrad ran. Weiter, noch weiter. Ja, gut so, sehr gut. Ich muss noch ein Stückchen mehr gehen. Denkt an die Lippen, Mädchen. Was ist denn? Mach doch schon endlich. Den Apparat. Dazu braucht man einen Fachmann. Ach, jetzt gehen wir zu Marco. Denkst du nicht doch, dass Philipp... Tja, so kam es dann, dass der Meister Margot wirklich und wahrhaftig zum Mühlenhof gebeten wurde. Wie immer, wenn es gilt, ein wichtiges Ereignis festzuhalten. Ob das nun eine Hochzeit ist, eine Taufe, ein besonderer Geburtstag oder eben ein Foto für die Oma in Australien. Krass. Und wie wär's im Haus, Herr Margot? Nicht genug Perspektive. Wenn ich ein Foto mache, sieht es aus wie gemalt. Ah, da seht. Als wär's ein Van Gogh. Sonnenblumen. Na, dann kommen Sie, dann wollen wir mal. Anja, Bärbel, los. Ja, kommt. Stani, komm. So, kommt hierher. Wo wollen wir uns denn so hinstellen, Leo? Und du? Du stellst ihn nach vorne. Anja? Bärbel, los, komm. So werden wir nie fertig. Los, schön zusammen. Nein, danke, ich darf doch bitten. Nicht rauchen. Hier dürfen Sie nicht rauchen, mein Herr. Wissen Sie, mein Esel, der kann den Rauch nicht vertragen. Stellen Sie sich vor, versteht er keinen Spaß. Seinetwegen habe ich mir das Rauchen abgewöhnt. Also weg damit, weg damit. Nein, Anja, runter da. Stell dich vor die Mama. Ja. Na? Gut so, Herr Margot? Sehen wir mal. Nein, nein, nein. Ja, wo bleiben? Nicht bewegen. Moment. Ja. So, Achtung. Lächeln. Nein, 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 nicht doch. So geht das nicht, meine Herrschaften. Sie müssen schon da stehen bleiben. Also bitte alle wieder zurück. Bitte wieder dahin, wo Sie gestanden haben, ja? Los, Kinder, stellt euch wieder da hinten hin. Ja, jetzt aber schön stehen bleiben. Ja. Und ein bisschen freundlicher, wenn ich bitten darf. Was machen Sie denn da? Das wird ja immer schöner. Ich darf schon bitten. Jetzt wollen wir aber mal. Ja, gut so. So bleiben. Wundervolles Arrangement. Bitte, halt noch nicht einen Moment. Bärbel! Bärbel! Komm her. Muss diese Gans wirklich mit drauf? Ja, sie muss. Dann gib sie jemand anderen, sonst sieht man dich nicht. Stimmt, so geht das nicht. Stani, nimm sie. Sei lieb zu ihr. Die will nicht. Mama. Ja, bitte, Leo. Muss das sein? Ist das wirklich notwendig? Aber man sieht sie gar nicht. Ach so, ja. Nein, so das nicht. Die Gans versaut mir den ganzen Anzug. Hier, nimm du das. Hören Sie, vergessen wir das mit der Gans, sonst ist noch die Sonne weg. Na, bitte. So, Achtung. Ja? Ja? Schnell die Lippen nass machen. Sehr schön. So, gleich kommt das Vögelchen. Aber ein bisschen freundlicher. Lächeln, lächeln. Gib mir das mal. Können Sie uns vielleicht sagen, was das soll?
Wie wär's mit einem Schluck? Und das Foto? Tja, das muss warten. Da kann man nichts machen. Die Sonne ist weg. Tja. Wir haben genug ausgesessen. Martha, jetzt reicht's. Lass mich aber in Ruhe. Los, ihr müsst den warten. Ich stehe nicht drunter. Nein. Martha. Mach keinen Quatsch. Wir sind jetzt dran. Hör auf, ist doch nicht dein Esel, oder? Was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Stanny! Herr Wronka, wie geht's so? Oh, kann ich klagen. Na, wie wär's mit einem kleinen Glimmstängel? Ja, warum nicht? Moment mal. Schnell, die Sonne! Meister Margot! Meister Margot! Schnell, Meister Margot! Die Sonne! Meister Margot! Was? Die Sonne! Margot, tatsächlich, sie ist wieder da! Ja. Ja. Schnell, aufstellen! Ihr Esel ist weggelaufen! Ja, ja. Meister Margot, was? Wronka hat eine Zigarette geraucht! Kommen Sie schnell! Wo ist der hin? Darüber, in die Richtung ist er gereicht! Meister Margot, die Sonne! Ja, ja, jetzt muss ich erstmal mein Eselfoto! Wirklich und wahrhaftig ein verrückter Geselle, dieser Esel. So, und Achtung. Ja, sehr gut so. Gleich geht's los. Moment. Ja? Ja? Aber ich darf doch bitten, lächeln, meine Herrschaften, lächeln. So, ja, so. Gleich kommt das Vögelchen. Hat keinen Zweck. Was? Wieso denn? Warum denn nicht? Entschuldigen Sie, aber wie lange sollen wir denn es noch warten? Es geht nicht. Was soll ich machen? Wir haben nicht genug Licht. Ich habe keine Lust mehr. Nein, wir wollen nicht mehr. Wir haben einfach nicht genug Licht. Aber Meister Magu, wir haben doch alles vorbereitet. Es können doch nicht. Leid, Herr Dendig, aber ich bin Künstler. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Wie wär's denn mit dem hier? Lass uns nicht den Herrn Dendig was erklären. Wenn ich nicht genug Licht habe, kann ich eigentlich kein Foto machen. Verstehen Sie mich richtig? Ich wollte, Herr Dendig, ich schnipse nicht einfach irgendetwas ab. Ich bin Künstler. Ich brauche nur die Hand hochzuhalten. Ich weiß, ob es nicht ausreicht. Hier, sieh doch mal. Da sehen Sie das hier. Ja, gut, aber was sind denn das hier? Zeig mal her. Was? Das gefällt Ihnen? Das ist doch kein Hintergrund und keine Tiefenschärfe. Nein, das ist überhaupt nicht. Ja, das gefällt Ihnen. Schnappschüsse von einem Amateur. Die wollen Sie wegschicken? Ja, darf ich mal keine Fotos? Hören Sie mal, was haben Sie denn da dauernd mit meinem Hut? Die haben mich gar nicht hübscher gemacht. Alle so schön geworden. Ich habe wirklich, Philipp, hast du gut gemacht. Oh ja, ist nicht schlecht. Das gefällt mir. Aber sag mal, warum leckst du dir denn die Lippen? Es sieht zwar nicht wie mit dem Schnabel gemalt aus, aber dafür hat es eine ganz besondere Geschichte, das Foto für die Oma. Und hinten drauf kommt kein Stempel Foto Atelier Margot, sondern Bärbel wird draufschreiben, das hat Philipp, unser Müllergeselle, gemacht. Und viele Grüße von Vater, Mutter, Stani, Anja, Bärbel und Clementinchen. Und von mir natürlich auch. Also dann. So,